Hallo und willkommen zurück, Folge 14 von Moonsgas. Und ja, wir sind hier auf dem Weg zur Turmspitze. Wahrscheinlich ist das der falsche Weg, aber langsam kriege ich das mit den Paraden hin. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt mal mehr als ein bis zwei Folgen gleichzeitig aufnehme und ich jetzt schon seit, naja, ist jetzt die sechste Folge, also ungefähr seit 3 bis 4 Stunden am Spielen bin und langsam die Bewegungsmuster der Gegner auch erkenne und mir merke. So, jetzt ist die Frage. Hier ist ein Spiegel, das ist ja wunderbar. Hätte ich ja einfach nur hierher kommen können. Ah. Okay, ich dachte ehrlich gesagt, hier oben ist nur ein kleiner Weg, aber ich habe mich erinnert in der letzten Folge, dass wir ja ursprünglich nach ganz oben sollen, weil da Zoran ist. Weil Zoran wollen wir ja befragen, sag ich mal. Also müssen wir zu ihm. Zu seiner richtigen Hülle, also zu seinem richtigen Körper wahrscheinlich. Also gehen wir hier später lang. Außerdem glaube ich, dass wir hier gar nicht nach ganz oben kommen. Der Gipfel. Der Gipfel klingt außerdem sehr final. So, wir wollen zum Eingangsschacht von dem Unterleib der Erde, wie das hier heißt. Oh Gott! Hallo! Schön, dass du da bist. Wie es schon in Might & Magic der Fall war. Schön, dass du da bist. Das Voice Acting in Might & Magic 6. Ja, müsste 6 gewesen sein. War der Wahnsinn! Achso, ja, weiß ich doch schon. Alle, hopp! So, und schon sind wir in einem neuen Gebiet. Hallo, du Clown! Oh Gott, ich muss husten! Ich muss husten, aber ich muss kämpfen! Geil, Profi. Nur ein Ding ausgeschaltet und das Mikro und dann die Kamera danach. Gut. Aua, ich war gerade am Schießen. Nein. Stop. Stop it. Ich hab gesagt, stop. Jesus. Konter. Schmerz. Leben. Nice. Wir sind gerade ein sehr cooler Build. Nämlich einfach ein Crit-Lifesteal-Build. Das heißt, wir machen extrem viel Schaden. Und wenn wir uns mal heilen müssen, ist es kein Problem, weil das auch ganz gut funktioniert. Sollte ich eigentlich die ganze Zeit schon machen, weil alles andere hat bis jetzt nicht so... Ey, mal auf zu! Gut für mich funktioniert. Da müssen wir rüber. Da drüben ist wieder ein, eine Attributsverbesserung, nenne ich sie mal. Und das sieht ein bisschen aus wie der Tod. So, das muss sterben, das muss sterben, das muss sterben. Wo sind die Kritis? Chris! Geil. Okay. Alles gut. Alles gut. Aha! Hast du gedacht, ich sehe das nicht, ne? Aber ich sehe alles. Wo ist die seismische Explosion? Leider ist da nie irgendwas Gutes dahinter. Sind mal irgendwelche kleinen Goodies, was okay ist. Aber ich finde nie irgendwas Nützliches. Hier ist irgendwie so ein zerstörtes Lager. Da ist ein Penner. Und noch einer. Oh mein Gott. Okay. Den Schaden habe ich akzeptiert. Oh, viel zu früh. Das ist so schwer zu landen. Ich schlage einfach und konnte den ersten Schlag. Das ist immer leichter. Oder ich schlage ihn einfach tot. Oh nein, ein Stachel. Woo! Macht auch nicht mehr. Oh, das war nicht die richtige. Nicht das richtige Knöpfchen. Gut, alles ist tot. Was haben wir hier? Ah! Level up! Jetzt ist die Frage: Wir können ja nur 5 Upgrades haben. Heißt das, wir können nur 5 Upgrades haben oder können wir 5 Level machen? Das wäre jetzt die wichtige Frage, weil sonst... Das will ich beides nicht. Dann würde ich jetzt mich einfach heilen gleich mal. Ah, okay. Es sind 5 Level. Okay, das ist doof. Das heißt... Die Erde bebt. Ist ja großartig. Das heißt, ich habe mir jetzt einfach ein Upgrade genommen, was eigentlich useless war. Weil es mich einmal voll heilt. Irgendwann die Graue kann mehr als einen Lufthieb ausführen. Reicht das nicht eh? Verstehe ich nicht.
Hallo! Schön, dass ihr da seid, meine lieben Feinde. Schön, dass ihr hier seid. Sterbt jetzt mal! Danke. Stein! Und Stein! So muss es sein! Wo zum Geier bin ich? Und was ist hier? Bin ich da lang gekommen? Habe ich nicht gesehen. Oh. Da kann ich lang. Moment, erstmal Sekret auffüllen. Ey, mach mal die Tür auf! Hallo! Mach auf! Macht er natürlich nicht, warte. Das will ich. Ist am kosteneffizientesten. Und dann bam. Schönen Triple Shot. Oh mein Gott. Juckt den ja nicht, wer ich bin und warum ich hier bin. Aber mein Schlag in die Fresse juckt ihn dann doch. Karte aktualisiert. Ah, ist das ein Shortcut dann? Oh, scheiße. Das ist schlecht. Nein. Heilen. Wichtiger als alles andere. Okay, du bist auch wieder ein Feind. Aber... Oh mein Gott. Du bist auch gleichzeitig meine Sekretquelle. Für den da. Sehr gut. Der ist easy. Nur die Großen machen mir Sorgen, weil die halt so sau viel Schaden machen. Okay, es ist also tatsächlich nicht einfach ein Game. Das lerne ich jetzt in Folge 14. Oh, geil. Das ist, stimmt, da war der Shortcut. Wie konnte ich das vergessen? Ein Game, das darauf ausgelegt ist, alles, was dich bedroht, zu kontern, damit du damit halt nicht nur Schaden vermeidest, sondern dich vielleicht auch ein bisschen heilst. Und... Oh, das war wahrscheinlich der Schlüssel, den wir gebraucht hatten. Und es führt dazu... dass du halt extrem viel Sekret bekommst. Dadurch kannst du wieder Zauber wirken. Ich bin ein wenig verwirrt, um ehrlich zu sein. Warte! Und Stein! Geil. Es ist einfach geil. So, hier kann ich runterfahren. Haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Nicht genau sicher, warum. Vielleicht ging es nicht. Vielleicht konnten wir das noch gar nicht. Oh mein Gott. Oh nein! Ah. Da stand ich zu nah in der Explosion. Kann man da hochspringen? Das sieht aus, als könnte man da hochspringen, aber ich komme da nicht hoch. Nee. Oh. Ja. Guter Konter. Stein hinterher. Schönes Ding. Warum geht hier eine Tür auf? Warum geht da eine Tür auf, wenn da nichts ist? I do not understand. I do not. Irgendwas spawnt doch gleich in mir. Ah. Aha. Es ist ein Item. Es macht uns rein in der Theorie schon stärker. Bleib stehen. Danke. Heilen. Da kann man nicht reihen. Und 27.000 Sekret. Sekret, sag ich. Das andere Gedöns. Knochenstaub. Aber was damit anfangen? Wir müssen auf jeden Fall nach rechts. Also gehen wir nach links, ganz klar. Wir müssen erstmal den Shortcut wieder freischalten. Ey, der Stein ist so saugut, ne? Der dieser Homing-Stein, der mehrere Ziele trifft, ist ein Traum. Ein feuchter Traum für jeden Gamer. Jeder sollte mal anfangen, draußen auf der Straße mit ein paar mehr Steinen zu schmeißen. Und dann macht ihr mir bitte ein Video. Oh Gott. Sofort Husten bekommen. Macht ihr mir bitte ein Video, wie ihr mit einem Stein drei Leute trefft. Und dann gebe ich euch ein Like oder so. So, und dann macht ihr das bitte aber nicht wirklich. Wenn bevor jetzt noch jemand auf die Idee kommt, Jaguar hat gesagt, ich soll Steine schmeißen. Dann mache ich und dann verlinke ich ihn. Nee, bitte nicht. Bitte tut niemandem weh. Bitte tut niemandem und niemandes. Nichts und niemandem weh. So. Okay, wir haben Shortcuts aufgemacht. Dahin ist der Spiegel. Den habe ich zwar... Habe ich den benutzt? Habe ich nicht benutzt, ne? Doch, damit kam ich an. Haha. Das kann weg. Da müssen wir noch lang. Aber jetzt gehen wir erstmal zu dem... Bossfight.
Laios der Grausame. Okay. Ich sterbe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Erstmal grundsätzlich heilen. Das macht keinen Schaden. Ist der vielleicht einfach Giftimmun? Ich bin am Abnippeln. Die Arme kann ich nicht schlagen. What is this? Ich kann auch nichts parieren. Ich werde so jämmerlich krepieren. Hä? Ich habe 29.000 Knochenstaub. Ich will das nicht verlieren. Kann ich da jetzt einfach hinsprinten? Na, Moment. Bevor ich jetzt irgendwas mache. Machen wir erstmal den dämlichen Mond wieder weg. Gar keinen Bock, gegen den verstärkt zu kämpfen. Wieso habe ich jetzt eigentlich Präzision? Ich meine, ist okay, hätte ich eh genommen. Aber wieso habe ich das jetzt gerade? Weil ich bin doch gerade erst respawned. Ich habe den Shortcut nicht aufgemacht. Jetzt habe ich den Schlüssel. Okay. Hallo, meine netten Damen und Herren. Ich würde Ihnen gerne das Leben verkürzen. Vielen Dank und besuchen Sie uns auch nächste Woche wieder. Alles da drin. Ich meine, es könnte ja trotzdem jederzeit sein, dass da mal was Gutes hinter ist. Deswegen müssen wir es zumindest versuchen. Okay, und Gift hat nicht funktioniert. Was nehme ich stattdessen? Vielleicht Steinsäulen. Aber ich muss ja erstmal schaffen, grundsätzlich eigentlich auszuweichen. Boah, habe ich die terminiert. Jesus. So, ist offen. Das ist der Aufzug. Den kennen wir auch schon. Lass mal durch. Dankeschön. Ja, spawnt ruhig alle hinter mir. Das ist mir wurscht. Ich habe hier einen Weg zu gehen. Und dieser Weg wird wahrscheinlich kein leichter sein. Denn dieser Weg wird knochig und schwer. Bin ich jetzt da? Okay, so, da sind meine 30.000 Knochenstaub. Den darf ich auf keinen Fall verlieren. Jetzt trinke ich nochmal einen Schluck Kaffee. So, ich hätte gerne eigentlich volles Sekret, aber habe ich nicht. Lehm so weich wie Schlamm. Man kann den auch nicht parieren. Heilen. Oh mein Gott. Ach so, okay, das trifft mich gar nicht. Was soll ich denn? Ich verstehe den Boss nicht. Ich mache dem keinen Schaden. Was soll ich tun? Okay, Versuch Nummer 3. Was soll ich tun? Wir haben Stacheln an den linken und rechten Seiten. Wir haben Stalaktiten über uns. In der Mitte ist ein Gegner, der keinen Damage kriegt an keiner Stelle. Der Schädel ist dafür da, um... Ah doch, der kriegt Schaden. Habe ich noch nicht gesehen gerade. Okay, boom. Okay. Nein. Ah, der hat mich verschoben. Was eine Sau. Heilen. Nice. Oh, da kann ich Schaden machen. Woo! Wieder voll heilen. Voll krass heilen, nämlich. Ah, und die Hände kriegen auch Schaden. Ah, okay. Habe ich nur nicht gesehen. Kriegen die Schaden? Ja, kriegen Schaden. Okay, dann ist er gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Na denn. Wir haben die Cooldown ausgenutzt. Jetzt können wir uns wieder heilen. Aufladen. Na dann ist ja, das ist gar kein Problem. Ist alles gut, alles kein Problem. So, zack. Stein macht das doppelte Damage wahrscheinlich, weil ich ja beide Targets treffe. Und dodgen, heilen, aufladen. Anschießen, Damage. Geil, Alter, geil. Okay, das zählt nicht als Target. Aber das macht trotzdem Schaden, wenn ich das mache. Okay, ja, gut.
zack. Ja, easy. Kein Problem. Mundhunger geheilt. Gar kein Problem, wenn man weiß, was man machen muss. Shane. Starker Lehm schmeckt besser. Ich brauche etwas, das du hast, Laios. Das unverzichtbare Gefäß. Warum denn? Du hattest doch dein eigenes, Irma. Aber es ist weg, schätze ich. Wovon sprichst du? Du hast es in dieser Nacht verloren. Wanda hat es mir gesagt. Meine Erinnerung an diese Nacht ist verschwommen, Laios. Das bedeutet, sie hat dich bestohlen. Sie? Egal. Mein Gefäß bekommst du nicht. Wofür brauchst du es überhaupt, Laios? Du dienst dem Schöpfer doch gar nicht mehr. Genauso wenig wie du. Das Sprechen fällt mir schwer. Aber wisse eins, das Gefäß darf nicht in den Ofen gelangen. Ist das aus Plastik? Sie wird es nicht schaffen, wenn ich den Weg beobachte. Sag ihr das. Ich weiß nicht. Ofenschlüssel, der Schlüssel. Der Schlüsselofen im Herzen der Eingeweide der Erde. Der Schlüsselofen im Herzen der Eingeweide der Erde. Lokalisierung gut, wir das gemacht haben, tun. Okay. Ah! Ich hätte gerne mehr Gesundheit, vielen Dank. So, wir könnten jetzt zurückgehen, aber ich meine, wir könnten auch einfach nochmal da weitergehen. Was ist denn da oben, wenn da jetzt ein Secret ist? Erstmal ein Spiegel. 64.000 Knochenstaub haben wir. Das ist ehrlich gesagt ziemlich beeindruckend, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben irgendein Achievement erhalten gerade, habe ich gehört. Aber keine Ahnung, was. Die Eingeweide der Erde. Der düsterste Ort. Nirgends sind ihre Strahlen ferner. Ich hätte nie gedacht, dass du so weit kommen würdest, Schwester. Es war nicht leicht. Du solltest wissen, dass sich weit unten im tiefsten Spalt der Kern der Eingeweide befindet. Der Kern der Eingeweide befindet. Das ist der Ort, an dem jedes Lehmgefäß gebrannt wurde. Der große Ofen. Warum muss ich das wissen? Der Schöpfer möchte, dass du das Gefäß dorthin bringst, aber keinem Makellosen ist es bisher gelungen. Woher weißt du das? Ich weiß es einfach. Frag nicht. Ich trau dir nicht. Aber gib mir bitte Informationen. Laios der Grausame, der Wächter des großen Ofens. Sein Ahnenfleisch war ein Sohn von Horpyna, der alten Königin. Also war er ein Prinz. König Drahan hat Laios verbannt. Er konnte seinen ältesten Sohn nicht ausstehen. Denn Laios hatte nie den Wunsch zu regieren, also passte er nicht auf den Thron. Und dann hat er sich natürlich an Zoran gewendet, der ja Adlige gesucht hat, um sie zu Kriegsmaschinen zu machen. Laios der Grausame hat mir etwas Merkwürdiges erzählt, Priesterin. Bitte, Schwester, verrate mir, was er dir gesagt hat. Er sagte, dass ich das unverzichtbare Gefäß hätte, doch ich habe es verloren. Jemand hat es gestohlen, es muss jemand gewesen sein, den ich kannte. Warum denkst du das, Schwester? Nur so ein Bauchgefühl und ich habe auf die harte Tour gelernt, darauf zu hören. Ich werde herausfinden, wer mich bestohlen hat. Nachdem du Laios getötet hast. Ja, genau. Möge die grausame Herrin dich segnen, Schwester. Okay, was auch immer ihr alle von mir wollt, aber egal, man kann immer machen, das ist kein Problem. Warum war ich der Letzte? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts. Die Katze ist nicht da. Okay. Könnt ihr aber auch irgendwann mal was Nützliches sagen. Aber gut, dann halt nicht. So, wir haben genug Punkte, um den Parasiten auf Maximum zu machen. Wir haben genug Punkte, um den Mahlstrom auf Maximum zu machen, wenn ich den mal benutzen will. Wir haben genug, um das Leichenpuzzle nochmal zu skillen. Und wir haben nicht weiter genug. Das passt, das passt, das passt. Da bin ich sehr zufrieden. Dann können wir jetzt eigentlich wieder da runtergehen. Doch bevor wir da jetzt komplett weiterlatschen, wo es wahrscheinlich weitergeht, gehen wir nochmal zum Eingangsschacht und düsen nochmal nach Osten, denn da könnte ja sich einfach nur ein kleines süßes Secret verstecken. Und das würde ich schon gerne mitnehmen. Vor allem, wenn es ein Secret ist wie mehr maximales Sekret oder ein Secret wie maximaler Schaden oder ein Secret wie maximale Gesundheit. Aber es geht wieder zu.
Komm ran, Alter! Komm her! Achso, du kriegst keinen Schaden. Heilkraft. Richtig schön geheilt. Huch! Oh! Adelinka, hallo! Adelinka! Sie ist tot. Keine Spur von Lebewesen, das war das Werk eines Menschen. Ich kann nicht glauben, dass sie tot ist. Das sollte nicht passieren. Ja, Hammer. Immer Hammer. Ich kann immer den Hammer. Krass! Ja, Karina wird das nicht gefallen. Tippe ich jetzt mal. Ha! Sehr stolz, den Konter durchgebracht zu haben. Oh mein Gott. Ich bin so am Block. Deine Mutter ist hier und sie blowt den Cock. Damage! Nicht genug! Nicht genug Damage! Heilen, 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 heilen! Ja. Macht mich ein bisschen fertig. Bin ich jetzt hier eigentlich in so einer Mine? Das sieht sehr minig aus. Immer schön in den Rücken! Immer schön in die Fresse! Aber es juckt den gar nicht. Heilkraft, weil kein Crit. Solange kein Crit, immer Heilkraft. Das ist eine einfach, ganz einfache Regel. Oh mein Gott, es fühlt sich so gut an zu parieren. Vor allem, weil man dadurch Leben bekommt und Sekret und der kriegt Schaden. Das ist Shane, 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 Shane. Anders kann man es nicht sagen. Boom, in die Fresse. Aha! Unvollständige Form. Etwas, das erst noch ein kleines Lebewesen werden will. Können wir damit Adelinka wiederbeleben? Warte mal. Aber das müsste ja... Müsste das nicht... Ne, das Original muss in die Maschine. Adelinka! Ich kleb dich wieder zusammen! Sie ist weg. Ich kleb dich doch nicht wieder zusammen! Na gut, wenn sie hier nicht liegt, dann ist sie, muss ich sie wahrscheinlich zu Karina bringen. Also, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Entweder das oder in die Werkstatt. Das ist ja so wie in Bloodborne und man findet dann in Bloodborne nochmal nicht die... Also nochmal eine zweite Version von der Werkstatt. Ah! Oh oh. Einfach so lange R1 spammen, bis es funktioniert, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Crit! Das ist jetzt natürlich doof. Oh. Du hilfst mir aber tatsächlich extrem. Oh, da oben ist was Wichtiges! Aber jetzt kann ich das hier machen. Und die ermorden. Und ich ermorde doch so gerne. Vor allem, wenn es mir im Weg steht und mich umbringen will. Ach, ist das schön. Was haben wir denn hier? Ach, und dann wird der Kater wach. Hallo Kater, verursachter Schaden dauerhaft erhöht. Geil! Und noch Stein hinterher. Au. Und wenn es zwei Gegner sind, ist gut, dann gibt's mehr. Sekret pro Schlag. Crit-Chance. Aufladen, aufladen, aufladen. Auf, alles voll. Gib mir mehr Macht. Ich brauche mehr Macht. Wieso geht das so weit? Ich dachte, hier wäre einfach nur so ein kleines Secret. Dieser Spiegel. Ich schwärb nicht mehr. Aktivieren wir natürlich. Was haben wir hier rechts? Jemand, mit dem wir reden können. Oh. Hexenedelstein des Knochenstaubs. Wird den Zauberschaden deutlich zu lassen im Knochenstaub. Das ist was Gutes eigentlich, ne? Das können wir mal equippen. Hi. Karte riecht an meinem Fuß. Erhöht den Zauberschaden deutlich. Vielleicht statt der passiven Sekret-Regeneration, weil wenn wir mehr Damage machen, brauchen wir nicht so viel Sekret. Ach, hi. Oh, du siehst aber nicht gut aus. Ah, da bist... Du bist es wieder, Frau. Servus. Was soll ich sagen? Jetzt kann ich dir nur noch einen schnellen Tod gewähren. Eigentlich will ich noch nicht sterben. Ich sehe keine anderen Möglichkeiten für dich. Da liegst du falsch. Ach, es fühlt sich gut an, das zu sagen. Hä? Hör mal. Nimm meine Sekretdrüse und bring sie zu der Grube, aus der die Lehmwesen gekrochen kommen. Was? Du bist doch nicht... Wirf meine Drüse zu den Dämonen in die Grube, dann lassen sie mich als Lehmwesen zurückkehren.
Hör mal, Jarema, das ist kein Wunder oder so. Du könntest... Nein, du wirst das bereuen. Das ist meine einzige Chance immer. Meine Schwöre. Er ist tot. Bastard. Jaremas Drüse, die Überreste von Jarema dem Fremden, enthält einen Rest menschlichen Sekrets. Ich meine, oh mein Gott, komplett ausgeblutet. Ja, Kater, das schmust dich aber sehr schön an meinen Fuß gerade ran. Aber welche Grube meint er? Yeah, boy! Oh mein Gott, so viel Damage. Was haben wir hier? Oh mein Gott, richtig viele Boni gerade. Wir kriegen richtig viel Stuff. Richtig happy. Und ehrlich gesagt machen wir auch extrem viel Progress. Das fühlt sich richtig gut an gerade. Nachdem die ersten zwei Folgen heute, also für mich heute, für euch schon ein paar Tage her, nicht so gut gestartet haben, wo ich die ganze Zeit nur auf die Schnauze bekommen habe. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, liegt es daran, dass ich den Blutmond nicht mehr anhabe? Oder liegt es daran, dass ich einfach ein besserer Spieler geworden bin jetzt im Verlauf des Tages? Im Verlauf dieser Session? Das werde ich auch wahrscheinlich niemals erfahren. Guck, oh mein Gott, es ist nicht der Skill. Nein, nein, es ist definitiv nicht der Skill. Okay, cool, alles klar, geil. Mein Arsch blutet, weil die mir so dolle reingeschlagen haben. Ich würde mal gerne noch hier meine Sachen holen. Weil meine 18.000 Knochenstaub würde ich nur ungerne verlieren. Boah, weggestylt, ey. Aber ich wusste auch, dass das kommt. Oh, der andere Kater ist jetzt auch hier. Da war nicht mal eine Animation. Ich habe ihn trotzdem gepariert. Weiß immer noch nicht, was das ist. Wir machen es einfach mal. Oh, Damage. Ja, Mann. Geil. Was ist das hier? Eine Arena? Jawohl. Oh, scheiße. Schieß den an! Nein, zu früh! Jetzt heilen! Gut. Oh, Heilkraft, Alter, geil! Das ist schon nice. Wie viel man dann auch einfach heilt mit wenig Sekret. Das ist so nice. Hätte ich viel früher machen sollen. Ah! Oh Gott. Oh nein. Ja. Oh, wir haben fast schon wieder beendet, Alter. Ich will das nicht. Halt mich fest. What the fuck? Schießt er sich durch den Boden? Okay, da komme ich nicht ran. Das ist eine Tür oben. Das sind 200 Gegner. Wir aktivieren den Fahrstuhl. Der jetzt wahrscheinlich... Ist die Katze tot? Nochmal ein bisschen Sekret. Da komme ich hoch. Wir gucken gleich nach der Katze. Wenn das gucken, ob ich hier einen Shortcut freischalten kann. Und dann düsen wir rüber zu der Katze. Guten Tag, der Herr. Nice. Nice. Alles, was geparried werden kann, wird geparried. Mehr Heilkraft. Ist zumindest ein Bild, mit dem ich gut klarkomme. Also mache ich das weiter so. Das haben wir schon immer so gemacht, also machen wir das weiter. Achso, jetzt sind wir noch auf dem Kreis. Na dann runter zu der Katze. Rüber zu der Katze, meine ich natürlich. Miau. Okay, sie mounts noch, also ist wohl alles gut. Aber der geht's nicht gut, scheinbar. Ich will die Katze zum Tierarzt bringen. Geht es dir gut, Kater? Nein, Zoran, geht es mir nicht. Es geht mir. Nein, Zoran, es geht mir nicht gut. Diese Eingeweide aus Lehm verzehren mich von innen heraus. Ich bin nicht Zoran? Oder werde ich von Zoran gelenkt die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Armes Wesen. Bring mir einfach mehr Milch, Zoran. Ich bin nicht in der richtigen Stimmung zum Jagen. Milch wird aber auch nicht gejagt, ne? Okay, sobald ich was finde, bringe ich es dir. Ist noch verschlossen, darf ich nicht benutzen. Dafür muss ich ihm ja Milch bringen. Na gut, dann
machen wir das mal. Sagt die Uhrzeit, okay. Ich muss noch nicht los zur Arbeit, dann ist ja alles gut. Ich habe nämlich heute Spätschicht und muss dann jetzt gleich auch noch zur Arbeit. Nachdem ich jetzt... Ach, schau an. Interessant. Nachdem ich jetzt schon irgendwie 4 Stunden aufgenommen habe, gehe ich jetzt gleich noch 6 Stunden auf Arbeit. Und danach falle ich einfach ins Bett. So. Da will ich rein. Dodgen. Anschießen. Kontern. Zermörsern. Und dann hier den Schatz nehmen. Ist natürlich nichts Besonderes. Über die Leichen stolpert sie also immer drüber. Das habe ich jetzt mittlerweile auch verstanden. Da drüben könnte man noch runterfahren. Das ist aber auch noch ein Boss auf der Karte markiert. Da links geht's lang. Hier rechts geht's offensichtlich. Ah, hallo. Erhöht den Schaden des nächsten Angriffs nach einem Todesstoß. Level 2. Ja. Naja. Sind einzigartige Accessoires. Ist schon okay. Ist halt einfach nicht mein Spielstil. Aber deswegen muss es ja nicht gleich schlecht sein. Gott, wir machen die Schaden. Das ist so geil. Ich habe nur keine Ahnung, ob ich jetzt gerade irgendwie richtig gehe. Oder ob ich vielleicht hätte links lang gehen sollen erstmal. Aber da kann ich ja vom Spiegel aus jederzeit lang gehen. Also sollte das eigentlich okay sein. Die haben so viel Reichweite auch, ey. Oh, das hat nicht gereicht. Wow! Oh nein, nein, nein. Nein! Nein! Heilen! Heilen! Nein! Das kann's nicht sein, Alter. Der dritte Schlag ist so langsam. Oh. Okay, na gut. Da ich jetzt trotzdem nicht mehr so viel Zeit habe und ich gerne noch was essen wollen würde vor der Arbeit, sage ich jetzt mal vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht fürs Arbeiten, sondern fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.